Hallo Leute, herzlich willkommen zurück auf The Joecraft. Herzlich willkommen zum letzten Part Day of Death. Jetzt wird's einmal getestet. Wir sind nämlich fertig mit dem Spielmodus Day of Death. Man kann natürlich vieles noch machen, aber ich würde sagen, das kann man für eine weitere Version lassen. Man kann das Spiel ja immer upgraden, aber die Version ist jetzt fertig, dass ihr schon mal diese Version bekommt. Und mir läuft leider auch ein wenig die Aufnahmezeit weg, da ich jetzt bald in den Urlaub fahre und ich möchte während meiner Urlaubszeit euch dieses Projekt geben. So, deshalb müssen wir jetzt eigentlich nur das Projekt testen. Ich habe letztes Part alles gelöscht. Das heißt, stellt euch vor, ihr habt eure normale Welt und habt jetzt in eure Welt das Texture-Pack, dieses Data-Pack installiert. Wenn ich nun eure Welt betretet ihr jetzt und was jetzt passiert ist, dass sofort Day of Death greift, dass es sofort losgeht. Mal gucken. Ja, perfekt. Es wurde sofort initialisiert und es läuft. Das Regelbuch habe ich noch nicht geschrieben. Das würdet ihr bekommen, wenn ihr das jetzt anklicken würdet. Wobei, ich muss noch ein bisschen überlegen, wie genau ich das mit dem Regelbuch mache. Ihr seid ja im Creative, im Adventure. Da werde ich mir nochmal irgendwas überlegen, wie das möglich ist, dass ihr euch die Regeln angucken könnt. So, wie dem auch sei, wir drücken auf Tag starten und los geht's. Der Tag startet und viel Erfolg heißt es jetzt ja auch hier. Und Tag 1, 12 Minuten verbleiben, eure Welt wird geladen. Und sobald die Zeit verschwindet, geht's jetzt los. Ihr habt noch einen Moment Resistance und wir werden jetzt ganz normal Day of Death spielen. Werden jetzt so ein bisschen tun, als ob alles okay ist und werden mal gucken, ob das auch vom Sonnenuntergang und Sonnenaufgang passt. Wir sehen, die Sonne geht just gerade auf und jetzt ist die Frage, wie gut ist das bemessen, wie schlecht ist das bemessen, das werden wir dann gleich sehen. So, während wir das Ganze spielen, können wir vielleicht noch klitzekleine Änderungen am Manuskript vornehmen, aber erstmal werde ich dafür sorgen, dass ich hier ein wenig Land gewinne. Denn ihr seht, da gibt es ein paar Schabernecke, die uns sicherlich allzu gerne Hallo sagen wollen in Form von Tod. Also wenn ich sterben sollte durch einen Zombie, ist das nicht schlimm, ich respawne einfach. Der tatsächliche Tod findet nur am Tag statt. So, und das ist auch die Besonderheit, die ich jetzt hier integrieren möchte. Und zwar, dass man hier die Items verliert. Deshalb machen wir Folgendes. Dieses kleine Zombie geht mir gerade so richtig auf den Senkel, ehrlich. Aber wir können ja schwimmen. Wir können ja schwimmen, neuen Minecraft-Modus. Warum kann ich nicht schwimmen? Ist das hier etwa echt so tief? Zombie kommt hinter mir her. Ich mag das nicht, wenn das so langsam hinter mir herkommt. Ja, jetzt komm, geh mal in die Schwimmanimation. Aha. Wollte das sagen. So kommen wir schneller voran. Deutlich besser. Das ist das Schöne an Minecraft Aqua. Also eine Kleinigkeit fehlt noch im Skript. Und das Problem ist, ich möchte mich jetzt hier sicher hinstellen. Bevor ich mache... Oh, aufgetaucht. Klingt irgendwie gut. Perfekt. Ich schnappe einmal ganz kurz ein bisschen Dreck und buddel mich mal kurz hier in den Boden ein, damit es keinen Ärger gibt. Juhu, das ist die einfachste Möglichkeit, die es gibt, ne? So, und jetzt können wir mal ganz schnell eben eine kleine Änderung vornehmen. Aber ich werde jetzt nicht reloaden. Die Änderungen, die werden dann später gültig, wenn ich das zweite Mal reloade. Eine Kleinigkeit fällt mir nämlich noch gerade ein, und zwar eine Game Rule, die noch gesetzt werden muss. Und zwar, wenn das Game startet, soll die Game Rule gesetzt werden. Gute Frage. Das heißt, die müssen wir einmal Multiplayer und Singleplayer definieren. Multiplayer, Singleplayer, genau. Und die gebe ich mal kurz hier Minecraft ein. Game Rule heißt sie. Game Rule. Game Rule. Keep Inventory. True. Richtig, das ist es nämlich. Man darf seine Items behalten, wenn man nur stirbt in diesem Spiel, ne? Und ich habe das jetzt gar nicht gemacht, dass man Zeit verliert. Aber die können wir auch komplett auf True lassen, fällt mir gerade auf. Weil wenn dann das Spiel vorbei ist, mache ich einfach was anderes. Bevor ich den Kill-Befehl ausführe. Erstmal soll noch ein Ton ausgeführt werden. Das heißt, der Kill-Befehl wird später ausgeführt und ein Turmbefehl. Nein, es wird natürlich dann noch einmal ein Clear-Befehl ausgeführt. Also Clear at A, damit wirklich das Inventar geleert wird. Clear at A. Juhu, der Timer. Clear at A. Das ist, glaube ich, genau, das funktioniert. Clear at A. Die Game Rule schreibe ich da nicht hier rein. Die schreiben wir dann einmal in Init-Datei. Die muss auch gar nicht hier drin stehen. Die kommt einmal in die Init-Datei herein. Ja, weg damit, weg damit. Weg damit. Init-Datei. Wo ist die Init-Datei? Die Init-Datei ist hier. Da kommen die Sachen auf jeden Fall nochmal rein. Und einmal hier. Eine Sekunde bitte. So, perfekt. Dann soll noch ein Ton ausgespielt werden, wenn man nämlich stirbt. Und zwar soll der ganz cooler Sound abgespielt werden. Minecraft Doppelpunkt. Entity. Entity. Nicht Enchantment, sondern Entity. Doppelpunkt Ender Dragon. Ender Dragon Flap. Das gibt's echt. Ich guck mal ganz kurz, wie das klingt. Das klingt, glaube ich, grauenhaft. At A. Tilde, tilde, tilde. 1, 1. Perfekt. Das ist eigentlich. Aber eigentlich habe ich den hier mir vorgestellt. Wow.
Ich finde den ein bisschen zu heftig, den Sound. Dann können wir vielleicht doch einen anderen nehmen. Aber so einen Ender Dragon Sound zu nehmen, ist ja prinzipiell nicht übel. Ne? Shoot. Wie klingt denn der Shooter? Na, okay. Ist ein bisschen zu kurz, finde ich, für unser Spaß. Growl. Growl ist das Grüllen eines Enderdrachens. Perfekt. Kommen wir mal hier rein. Ja, Mann, das ist super. Das ist doch genau das, was ich haben möchte. Perfekt. Also einmal eingefügt. Das ist ja hier quasi das Ende. Ne? Das ist quasi Ende. Der Enderer grüllt nochmal und am Ende wird geklärt. Okay, ich werde keinen Reload machen. Ich müsste jetzt eigentlich Reload machen. Ich werde jetzt gucken, dass wir wollen ja von der Zeit her gucken, wie es läuft. Das Spiel läuft jetzt im Hintergrund durch. In der Zeit können wir jetzt alle Script-Dateien schließen. Ja, das Regelbuch muss halt noch geschrieben werden. Auch ich werde jetzt erstmal so ein bisschen. Ich bin ja kein Survival-Spieler, ne? Mal gucken, was ich jetzt so in den letzten 8 Minuten noch so Schönes schaffen kann hier in Minecraft. Wir sehen mich das erste Mal Survival spielen. Moment mal kurz. Ich switch mal um auf die Game-Aufnahme. Dann sieht das alles ein bisschen ordentlicher aus. Ja, und ihr könnt das in jede Welt integrieren. Sobald ihr das wieder rausnimmt, das Datapack, läuft eure Welt ganz normal weiter. Da hat sich nichts dann geändert. Ne? Es werden Scoreboards zwar erstellt, aber die werden. Also es gibt überhaupt keinen Einfluss auf die Welt. Ist cool. Ich hoffe, dass ihr das ein bisschen euch gefallen wird. Vor allen Dingen für die YouTuber unter euch, weil natürlich so eine Zeitbegrenzung mit drin ist. Und das ist natürlich eine schöne Sache für euch. Man kann da nämlich wirklich eine richtig gute Let's Play-Serie rausmachen. Und ich werde mal irgendwann überlegen, vielleicht auch in Zusammenarbeit mit Halbzwilling eine zweite Version davon herauszubringen. Vielleicht hat sogar Halbzwilling Lust, damit anzuarbeiten an dieser zweiten Version. Ich weiß es nicht. Wir werden mal gucken, erstmal, wie das Projekt ankommt, ob es euch Spaß macht. Und in der zweiten Version könnte man dann mehr machen, dass man sagt, wenn man stirbt, verliert man Zeit. Woran ich sogar ein bisschen überlege, ich hatte mal so ein Spiel gemacht, das hieß Time Wars, ob man dann auf dieser Basis, Day of Death quasi, Time Wars ein bisschen nachempfindet. Dass man ein Multiplayer-Spieler, dass man jemanden Zeit stehlen kann, indem man jemanden angreift. So, und das ist dann quasi, das ist so meine Idee, noch so eine Art Time Wars in Minecraft zu programmieren, ohne natürlich diese ganze Webseitengeschichte. Die Idee, die ich da so ein bisschen habe, ist, dass auch ähnlich wie Day of Death, es läuft oben eine Zeit ab und es findet ein Event statt. Dieses Event startet immer nur zu einer speziellen Zeit oder so, oder beziehungsweise man kann immer, also es läuft eine Runde und wenn man während der Runde joint, dann passiert nichts, aber solange man außerhalb dieser Runde joint, also ne, sobald man halt gejoint hat, muss man kurz einen Moment warten. Und wenn es dann losgeht, hat jeder Spieler seine eigene Zeit. Und man kann die Zeit einem Spieler stehlen, indem man ihn tötet oder indem es noch andere Möglichkeiten gibt, ihm die Zeit zu stehlen. Und dann halt am Ende wird dann auch ein bisschen geguckt, immer wer am Ende in der Runde überlebt. Es ist so ein bisschen kompliziert. Ich muss mal ein bisschen überlegen, welche Spielregeln man einführt, dass man quasi wirklich so eine Art Survival-Spielmodus rausbaut. Meine Idee wäre dann auch eventuell so eine Richtung zu gehen, dass man dieses Ding, wenn das fertig programmiert ist, dass man sowas dann erstmal, bevor man es zum Download gibt, mit ein paar YouTubern zusammenspielt. Also quasi ähnlich wie Craft Attack, dass wir einen Server aufmachen, wo das dann wirklich permanent durchläuft. Und man dann mit mehreren YouTubern das zusammenspielt. Darauf habe ich nämlich übelst Bock, dass man so eine Partie dann macht so, und das halt so ein bisschen wegkommt vom klassischen Survival. Also es ist alles zwar Survival, ne, man macht alles mit Survival, nur halt die Besonderheit ist halt, dass man diese Zeitgeschichte hat, die man die ganze Zeit mitbedenken muss. So, Schätzchen, haben wir uns beide lieb? Werden wir uns beide lieb haben? Nö, haben wir nicht. Doch, wir werden uns lieb haben. Doch, wir werden uns lieb haben. Komm, komm her. Gehorche mir. Ich zähme dich. Best Friends Forever. Juhu. Wir sind jetzt Freunde. Das heißt, du darfst jetzt. Warum will ich dich nicht reiten? Ich muss einen Sattel haben. Ich weiß gar nicht, wie ich einen Sattel mache. Wie kriege ich einen Sattel? Keine Ahnung. Ich kann alles suchen? Nee. Ich kann jetzt nur die sehen, die ich machen kann, ne? Aber ich kann zum Beispiel nicht alle sehen. Egal. Ich bin kein Survival-Spieler. Aber ihr merkt schon, das ist halt eine lustige Sache, weil. Bin mal gespannt. Dieses Projekt hier lohnt sich für den Multiplayer eher nicht. Es gibt einen Multiplayer-Modus, falls mal jemand für eine Runde mitspielen möchte, aber dieses Spiel hier ist eindeutig ein Singleplayer-Spiel. Ziemlich sicher, dass das auch viele Leute später im Singleplayer spielen werden. Nicht Multiplayer-tauglich. Immer schön den Big Ben. 5 Minuten verbleiben. Verbleiben? Habe ich das irgendwie falsch geschrieben? Irgendwie habe ich das Gefühl, dass das sah irgendwie falsch aus. Ach, solche, siehst du, ich bin zwar jemand, der jetzt auch noch bald Deutsch studiert, aber mit so, also das Ding ist, ich gucke halt nicht genau drauf, sondern wenn ich mal alles, wenn ich mal mich genau hinsetze und korrigiere, dann gucke ich drauf, aber einfach so gucke ich jetzt, denke ich so, ja, passt schon, aber ich glaube, das sah irgendwie gerade falsch aus. Ja.
Das Problem ist, wenn man hier vor dem Computer sitzt und so und sich, ich schere mich gerade nicht so um die, weil das würde ich jetzt alles machen, wenn ihr später nicht mehr zuguckt. Ihr könnt das gar nicht sehen, jetzt könnt ihr es sehen. Wo war es denn nochmal? Das war eine Slow-Tick-Function. Dort waren die Verbleibenzeit. 2 Minuten verbelieben. Okay, das sieht irgendwie seltsam aus. Sag ich dich doch. Bleiben. So, da war der Fehler. Verbleiben. 10 Minuten verbleiben. 5 Minuten verbleiben. 2 Minuten verbleiben. Juhu. So, und wir sehen, der Tag hat sein Zenit schon längst erreicht und ist schon Richtung Sonnenuntergang. Deshalb würde ich jetzt mal gucken, lass uns da oben auf diesen Berg gehen, damit wir nochmal schön, au, au, damit wir nochmal auf dem Berg uns nochmal schön den Sonnenuntergang angucken können und testen können, ob da alles wirklich funktioniert. So, ich habe aber jetzt Hunger, aber da ist ein Mushroom, wie ich sehe. Kann man Mushrooms in Minecraft essen? Ja, ne, die kannst du, glaube ich, so essen, ne? Nein, kann man nicht essen. Bah. Schmeckt auch nicht. Gut, dann muss ich ein Schep töten. Dann boxe ich das Schaf in seinen Schaf. Tut mir leid, liebe Schaf, ich habe Hunger. Hunger. Genau, danke. Ich bräuchte mal ganz kurz, also, jeder weiß ja, dass man ein Schaf nicht einfach so isst, sondern dass man eben das zubereitet. Deshalb müssen wir einmal kurz ein Schaf zubereiten. Also so viel Minecraft habe ich ja schon gespielt. Also so ein bisschen kenne ich mich damit noch aus, mit Minecraft. So ein ganz kleines bisschen. So, als dass ich zum Beispiel weiß, was man zu tun hat, um ein Schaf zu grillen. Muss nämlich erstmal graben. Und zwar am besten Stein und nicht irgendwie sowas hier. Das sieht mir gut aus. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, 10. Das ist schon 2 Blöcke zu viel. Ich meine, dass ich mich nur 8 brauche, aber egal. So, ein bisschen Beeilung hier, Leute. Ein bisschen Beeilung. Wir wollen nur ganz schnell eine Ofen craften. Dankeschön, Herr mit die Ofen. Ofen kommt dahin und Schaf grillen. Währenddessen ich mir ein neues Schaf hole. Kommst du hier? Und Achtung, wir haben die Glocke. Jetzt wird's gelb. Ich weiß, das ist ein bisschen brutal. So, alles klar. Den Rest brauche ich nicht mehr. Hier brauche ich jetzt nur ein bisschen. So, ne, wir sehen schon, das funktioniert alles wunderbar. Den Rest hole ich mir mal ganz kurz hier aus dem Dings. Wir brauchen ein paar Materialien, um gleich hochzukommen auf den Berg, um uns den Sonnenuntergang anzugucken. Juhu. Da wird gerade der Rest meines Schafes gegrillt. 3, 2, 1. Fertig. Wunderbar. Yam, yam, yam. Es gibt sogar was. So, da haben wir lecker Fleisch. Yep. Macht auch sofort satt. Also, ihr seht, Minecraft verhungern. Man muss nur wissen, wie es geht, und schon schafft man es. Das ist doch kein Problem in Minecraft. Jetzt müssen wir nur noch diesen Berg erklimmen, denn unser Timer beginnt schon zu zählen. 13 Sekunden soll es angeblich die Sonne untergehen. Ich bin mal echt gespannt, inwieweit das klappt oder nicht klappt. Oh. 3, 2, 1. Und der Timer läuft. Ich sehe noch keinen Sonnenuntergang. Autsch. Irgendwie hat das, glaube ich, mit dem Sonnenuntergang noch nicht so super gut geklappt. Bis nach oben hin. Ah! Okay, das war gerade ein bisschen zu viel gesprungen. Mit dem Sonnenuntergang klappt das irgendwie nicht so ganz. Also wir haben Sonnenuntergang, aber irgendwie geht die Sonne mir ein bisschen zu langsam unter. Ich habe die Zeit, glaube ich, ein bisschen falsch eingestellt. Ja, eindeutig. Die Zeit ist nicht richtig eingestellt. Da muss jetzt wir müssen mal 100, glaube ich, der Zeit hinzufügen. 200 der Zeit hinzufügen. 300 der Zeit hinzufügen. 400 der Zeit hinzufügen. 500 der Zeit hinzufügen. 600. 700. 800. 900. 1000. Und tot. Okay, 1000. Das heißt, die Zeit muss um 1000 addiert werden. Super. Das ist schön, dass wir schon mal Bescheid wissen. Wo wird die Zeit nochmal auf 0 gestellt? Also, wo wird die Zeit nochmal festgelegt? Ich glaube, in Singleplayer und Multiplayer. Also, 1000 müssen wir der Zeit nochmal hinzufügen. Dann schreiben wir hier eine 23 hin. Juhu. Das sollte diesmal klappen. Und das machen wir bei der Multiplayer genau das gleiche. 23.
Dann passt es vom Rhythmus her. Okay, und wir machen noch mal ein ganz kurzes Reload und nehmen die Änderungen wahr, die wir gerade alle eingetragen haben. Welche Änderungen waren das nochmal? Genau, dass zum Beispiel am Ende, also erstmal, dass das Keep Inventory eingeschaltet ist. Jetzt wollen wir mal kurz gucken. Ah, das Spiel hat sich aufgehangen, ne? Ja, nein, nicht, doch, vielleicht, doch. Ja, siehst du, jetzt läuft's. Viel Erfolg. Die Sonne geht auf. Tag 2, 12 Minuten verbleiben. Wir kommen mit dem Zenit der Sonne nach oben. Vielleicht. Nee, ist okay so. Eigentlich doch. So, okay, Sonne geht auf. Juhu. Da beginnt der zweite Tag. Dann gibt es doch keine Nacht. Das ist wirklich Day of Death. Überhaupt nichts Nacht. Es läuft nichts in der Nacht. Lass mich noch ganz kurz eine Kleinigkeit nachbedenken. Und zwar, wenn ich jetzt Time. Machen wir F. Nein, machen wir Scoreboard Players Set. Erstmal killen. Erstmal genau. Erstmal gucken, ob wir Keep Inventory True haben. Ich kille mich und kill. Kill the Jawcraft. Ja, ich behalte mein Inventarzeugs. Aber nachts natürlich dann nicht. Irgendjemand nervt mich gerade tierisch. So. Dann schauen wir mal. Scoreboard. Machen wir nochmal. Scoreboard Players Set. Hashtag Timer. Timer 65. Und los geht's. Timer läuft ab. Die letzte Minute ist angelaufen. Auf 25. Und gucken, dass das jetzt auch gleich 00 Doppelpunkt 00 steht. Wenn man stirbt, soll da halt 00 Doppelpunkt 00 kurz zu lesen sein. Danach resettet sich ja das Game und startet quasi neu von der Engine her. So, kurzer Nachtrag bezüglich des Spiels. Ich bin ja fertig quasi. Also genau, by the way, das ist diese Makro-Funktion. Einige wissen ja nicht, wie das funktioniert. Kann ich mal vielleicht mal ein Video dazu machen, aber so könnt ihr halt Game Mode relativ schnell ändern. So, nein, darum geht es hier nicht. Es geht hier um eine Nachtragfunktion und zwar nehme ich tatsächlich das Regelwerk raus, weil mir gerade keine Möglichkeit einfällt, wie ich das Regelwerk noch irgendwie integrieren kann. Das alles andere wäre mir viel zu aufwendig. Ich nehme das Regelwerk einfach raus. Wir machen keine Regeln, weil die Regeln sind relativ klar. Deshalb blende ich das hier aus und auch hier Multispieler blende ich das aus. Okay, machen wir mal kurz einen Reload und gucken uns das mal ganz kurz an, wie das jetzt aussieht. Wir sehen jetzt, haben wir nämlich nur Tag starten. Wunderbar. Regeln brauchen wir nicht, weil ich meine, der letzte Rest ist ja am Ende klar. Ja, und das Spiel ist fertig. Juhu. Ciao, Leute. Okay. Ja, 00 Doppelpunkt 00 steht da. Und wir haben es geschafft. Liebe Leute, vielen herzlichen Dank fürs Zuschauen der gesamten Zeit über. Ich hoffe, ihr konntet durch dieses Projekt ein bisschen was lernen mit Command-Blöcken und mit vor allem Funktionen und Commands etc. Ich werde jetzt noch die Regeln schreiben und dann gibt es das Spiel zum Download. Also für euch schon die ganze Zeit. Aber jetzt gerade in der Zeit, in der ich es aufnehme. Ja, cool. Hat Spaß gemacht. Liebe Leute, vielen Dank fürs Zuschauen. Macht's gut. Bis bald und